Hallöchen Leute, weiter geht's mit Pokémon Soul Silver. Ich würde eigentlich gerade so ein bisschen leveln, damit ich den Rivalenkampf hinkriege. Ich habe hier gerade ein Problem mit meiner Tastatur. Ja. Und da schlüpft, glaube ich, gerade das Ei. Wie? Ja, ich glaube, das Ei schlüpft. Wo ist Ei? Endlich! Oh nein, was ist das nur? Oh, Togepi schlüpfte aus dem Ei. Ein Togepi. Wow, möchtest du einem frisch geschlüpften Togepi einen Spitznamen geben? Ja, jeder. Okay, es ist ein R. Namen. Ich dachte, du bist weiblich, aber okay, ich gebe dir jetzt einen männlichen Namen. Nämlich, Melvi. Melvi, keine Ahnung, mir fällt kein Name ein. Scheiße. Nennt! Ja, ich habe hier gerade ein Ei geboren. Was? Das Ei ist geschlüpft. Hallo Ness, ich habe es schon gehört. Ja, so hast du mir gehört, du stalkst mich. Aus dem Eis hast du also tatsächlich ein Pokémon geschlüpft. Was? Nein. Ich wusste doch, auf dich ist Verlass, Ness, dir das Ei anzuvertrauen. War genau das Richtige. Besuch mich doch mal. Ich würde so gerne sehen, was für ein Pokémon daraus entstanden ist. Psst. Okay, warte. Soll ich zurückgehen? Nee, ich gehe jetzt nicht zurück. Ich hab. Nein, stimmt, ich wollte noch. Ach, ich muss ganz kurz noch ein bisschen leveln, damit mein cooler Dave zum nächsten Level kommt. Er ist nämlich gerade fast. Ja, es hört doch mal auf mit dem Regen hier. Stufe. Level 20. Ich will immer Stufe sagen, Mann. Aber naja. Wie geht's dir eigentlich gerade? Oh nein, oh. Die Auswirkungen des Gifts lassen Dave verschaudern. Oh nein, ist echt traurig. Ich meine, es ist wirklich traurig. Ich möchte auch nicht vergiftet sein. Oh Gott. Wie macht ihr das eigentlich immer? Lasst ihr Togepi im Team? Ich weiß noch nicht so genau, ob ich Togepi behalten möchte. Also Melvi. Melvi, dieser Name aber auch, ne? Keine Ahnung. YOLO. bis. Yum. Yay, 20. So, jetzt können wir es aber vielleicht hinkriegen. Vielleicht. Das muss ich mich ganz dringend teilen. Ich möchte nicht das. Hallo, Flagmon. Hallo, andere Flagmons. Das ist der. Ach, egal. Ich brauche ja auch Tränke, genau. Ach, müssen vergiftet bleiben. Kein Problem. Willkommen. Kann ich helfen? Ja, ich brauche Sachen. Nämlich ganz viele Supertränke. Ja. Ein paar Supertränks brauche ich. Supertränks. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Also, wie viel Geld habe ich gar nicht. Oh. Hey, wie soll ich nicht so. Ach, hier, ich muss dir Geld abgeben. Woo! Wegen dieser blöden. Ach. Gegen Gefreucht 2. 2, 2, gib mir 2. Danke. Ja, danke. Hier, bitteschön. Vielen Dank und ja, bla. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich haben möchte? Fluchtseil, was ist mir zu viel Geld? Das kaufe ich mir lieber nicht. Tschüss. Bitte komm halt wieder. Ja. Mein Pokémon ist gerade am Sterben, aber who cares? Heili, Heili Marie. So. Und dann kämpfen wir gleich mal schön gegen Marco. Ja, das wird so viel Spaß machen. Ja, bitte, ich muss sie heilen. Guck mal, am Anfang waren wir alleine. Und jetzt sind wir schon zu dritt. Oh, ist das schön. Zu viert eigentlich. Oh. Ja, wir sind zu viert eigentlich. So, ich möchte ganz kurz Melvi vorne haben. Und gucken, wie Melvi so drauf ist. Stufe 1, haha. Wir sind sanft. Stolz auf seine Stärke. Ja. Ja. Du mich aber auch. Okay, packen wir Lume mal noch. Ich wollte eigentlich Lume nach vorne packen. Nein, hallo, was machst du denn? Hörst du mal auf? Tausch mit Lumen. Lumen, Dave und Melvi. Oh mein Gott, was habe ich denn nur angerichtet? Egal, wir werden das hinkriegen. Denn ich glaube an meine Pokémon. Ich glaube an sie. Oh Gott, nein. Marco, oh Gott, wer hat dich hier erwartet? Sag mal, stimmt es eigentlich, dass du. Das wissen wir doch alles schon. Wenn ich jetzt wieder sterbe, ey, dann bin ich aber echt deprimiert. Mann, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Versus Marco. Dö, 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 dö. Mann, das sieht so gefährlich aus. Was hat er da eigentlich an? Was ist das für eine Jacke? Es ist kommt wieder Nebulak. Wenn du mich jetzt wieder verfluchst, ne? Dann habe ich keine Bahn mit dir. Donnerschock! Oh, Groll, was ist Groll? Was ist das? Ich habe wirklich keine Ahnung, was Groll ist. Zum Glück kann das nicht einsetzen. Instant! Nein! Oh Gott, ja! Instant! Ich wollte eigentlich einen Instant-Kill haben. Bitte, 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 tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Ja, er ist down. Wir kriegen das doch irgendwie hin. Mal habe ich mal keinen Fluch und das läuft doch alles bei uns. Wurde besiegt. Yay. Oh Gott. Rivale Markus, das nächste Zubat ein. Hattest du schon mal ein Zubat? Hattest du nicht ein Taubsi? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich dachte doch, Zubat. Du hattest ein Zubat. Was ist jetzt mit einem Zubat eigentlich? Zubats sind voll doof.
Naja, wenn du glaubst, du könntest die. Alter, wie gut das diesmal funktioniert. Wollte mich verarschen. Aber jetzt kommt erstmal die Geheimwaffe von ihm. Ich möchte mich jetzt bitte auch nicht aufregen. Lorblatt, ja. Ich werde weiterkämpfen und werde erstmal eine Paralyse-Attacke starten. Was? Hi, ich würde dich gerade mal Hagoni nennen. Sieh mal eine an. Hast du inzwischen etwas mehr Mumm in den Knochen? Hatte ich schon immer. Hallo? Donnerwelle! Nein! Du verfutt. Du Blödmann! Alter, ist das dein fucking Ernst? Nö. Mann, ist der gemein zu mir. Warum macht er das? Könnt ihr das mal mir irgendwie verraten? Wenigstens ist er paralysiert, das ist das Wichtigste. Wie viel Schaden macht das? Viel zu viel. Geht eigentlich voll, aber mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt machen mit Donner. Ja, läuft. Ja, ich weiß. Ist nicht viel. War mir egal. Mann, jetzt hör auf. Hör doch auf, hör doch bitte auf. Du weißt, von welchem Anime das war, da kriegt ein nichts. Was macht eigentlich Blitz? Moment, zurück. Pokémon. Attacken. Blitz. Ich wollte eigentlich Bericht und dann da die Attacken. Kann man da irgendwie Blitz macht. Er zeigt halt das Licht, dass die Gegner schon Genauigkeit senkt. Genauigkeit. Ja. Blitz, bitte. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Ich mach's einfach so weiter. Reflektor, ja komm. Ist mir egal. YOLO! Vielleicht bringt es ja wirklich was. Synthese bringt dir ja so viel. Kann ich wenigstens noch einmal einsetzen? So und noch einmal. Die Genauigkeit ist doch schon mal richtig wichtig. Ja, komm. Noch einmal Blitz. Und dann haben wir es. So. Genauigkeit ist jetzt vielleicht ganz unten. Vielleicht ist es doch ganz gut. Blume wird durch verletzt und stirbt dabei leider. Tut mir sehr leid, Blumen. Aber du bist für eine gute Sache gestorben. Du hast ganz viel Schaden. Naja, und du hast ganz viele gute Sachen gemacht, sagen wir es mal so. Los, Dave! Diesmal wirst du sie richtig. Ihn. Richtig fertig machen, okay? Und du bist jetzt. Ja. Ist paralysiert. Läuft, läuft. Und das Angreifen kannst du vielleicht jetzt auch nicht mehr. Das ist doch auch schon mal was. Bitte keine Synthese. Ach, ich hasse diese Attacke, ne? Ich hasse diese verdammte Attacke. Solange du jetzt keinen Reflektor einsetzt, bin ich noch einigermaßen zufrieden. Ich brauche viermal Biss, um dich zu töten. Natürlich brauche ich jetzt mehr Attacken, weil du Reflektor einsetzt und mich greifst so eine scheiß Fliege an. Mann! Ich werde nicht aggressiv in dieser Fliege. Die nervt mich nämlich richtig. Ich würde gerade sagen, setz doch einmal Synthese wieder ein. Yo! Du Penner! So, Biss bitte. Ah, wow, das macht so viel Schaden. Oh, ich wollte gerade schon sagen, Giftpuder, ne? Aber ich habe ja Gegengift jetzt. Ich habe ja ein bisschen vorgesorgt. Ja, ein bisschen. Ach, hör doch mal auf hier, Mann. Giftpuder wird dir nichts bringen. Ich warte immer noch auf diesen Tag, wo Reflektor aufhört zu funktionieren. Alter, diese Scheiß-Synthese. Wer auch immer das erfunden hat, ne? Der kriegt von mir richtig eins in die. Schreib mir. Um diese Uhrzeit? Mann. Bis auf dich drauf. Weil könnte sein, dass das meine Familie war. Nö, war es nicht. So, schreck zurück. Ja, das ist doch super. Mindestens etwas. Ja, keine sind. Schreck zurück. Ja. Bitte, 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 bitte. Nein, wir brauchen noch zweimal angreifen. Wir müssen noch zweimal angreifen. Moment mal. Ich soll gegen jemanden wie dich verloren haben? Im Ernst? Nee, vorhin hast du ja noch gewonnen. Es ist noch ein bisschen was da. Mann, nein, ist paralysiert. Ja. Oh mein Gott, wir kriegen das hin, Leute. Der letzte Biss. Der letzte Biss und wir haben nicht mal Schaden bekommen. War das gut gemacht, oder was? Bam. Volltreffer sogar. Ah, yay. Wer nervt mich jetzt schon wieder? Achso. Entschuldigung. Dave! Nein, ich dachte Level ab. Diese Pokémon sind zu nichts zu gebrauchen. Glaube mir, du konntest nur gewinnen, weil meine Pokémon zu schwach waren. Ja, und warum waren sie zu schwach? Wegen dir, genau. Bam, bam, bam. Wie soll ich denn jetzt Togepi draus? Ich meine Melvi. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Was hier veranstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge in die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von diesen ba von dieser Bande hat. Also, die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größten, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Aber machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der sich mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen. Genau wie dir. Eigentlich ist jetzt unentschieden, ne? Nee, 2-1 für mich. Wie geht's dir eigentlich, Togepi?
Es schaut sich gehetzt um und scheint irgendwas zu suchen. Was suchst du denn? Deine Würde? Haha, hast du bei mir nicht. Oh mein Gott, selbstgedisst. Haha. Okay, wir haben gut gekämpft, Leute. Wir haben gut gekämpft. Togepui. Nee, das Geräusch kann ich nicht nachmachen und ich will es auch nicht nachmachen, okay? Also hört auf zu fragen. Was? Lumen, geht es wieder besser? Es wird dich jetzt wieder begleiten. Ach so, ich dachte gerade, was ist hier los? Wie geht's dir? Es geht einmal ausgiebig. Ja, ich weiß, war anstrengend, tot zu sein. Togepi, komm bitte einmal nach vorne. Ich meine Mavi, nicht Togepi. Mein Gott. Ah. Okay. Jetzt geht's wieder. Keine Sorge. Dann können wir jetzt ja eigentlich die Stadt verlassen. Alle sind glücklich, alle sind happy. Haben wir schön gemacht, ich weiß. Hauen Sie rein. Bye. Eine Oma, die will bestimmt mit mir reden. Es heißt, ein Schutzpatron, wache über den Steineichelwald. Eichen, oh Gott. Mach also besser keine Dummheiten. Ich doch nicht. Ach, was willst du denn? Steineichenwald. Sieht aber voll schön aus. Aber ein paar Rast drauf. Dü-dü-dü-dü-dü. Müssen laufen. Oh, hi. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sicher wütend auf mich. Die Porenta, nein, nicht Porenta. Die für uns Bäume zur Kohlgewinnung fällen, sind in den Wald getürmt. Könntest du sie vielleicht einfangen? Porenta haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Was ist die Gelegenheit, um dich von ihnen von hinten zu nähern? Denkst du kriegst das hin? Ich werde nicht mal gefragt. Also nein. Ast. Oh nein. Porenta hat dich bemerkt und sieht dich an, wenn du auf einen Ast triffst. Schaut es in deine Richtung. Hi. Oh. Offensichtlich kannst du es nur von hinten erwischen. Oh nein, hier gibt es Pokémon. Ein Paras. Oh nein, ein Kukuna. Nee, daraus kommt doch ein scheiß Teil, das möchte ich gar nicht haben. Hallo, Melvi. Ja, es ist schlecht, ne? Das ist sehr schlecht. Hol mal bitte kurz Lumen raus. Das ist gerade sehr, sehr schlecht. Los, Lumen! Ja, Härtner, wow. Obwohl wir hätten ja angreifen können, aber es bringt uns nichts mit einem Level 1-Pokémon. Ne, Melvi? So, einen Donnerschlag bitte auf dich drauf. Ein bisschen rösten, vielleicht kann man dich dann genießen. Oh Gott. So. Kukuna wurde besiegt. Das ist ja wunderbar. Melvi erreicht Stufe Level 2. Stufe Level 2. Melvi erreicht Level 3. Lumen und so. Ja. So. Das ist gerade mein fucking Ernst. Wenn ich den jetzt nämlich hier runterschicke. Oh nein. Dann kann ich doch eigentlich hier rum. Oh, Pokémon nervt mich jetzt bitte nicht. Meine Güte, ist das ein fucking Ernst, Melvi? Bitte flüchte. Flucht gescheitert. Nein, wir werden hier jetzt fliehen. Flucht gescheitert. Nein, wir werden jetzt hier fliehen. Du bist entkommen. Dankeschön. So. Könnten mich einmal hierauf treten. Dann bitte einmal rumlaufen. Und dann haben wir dich. Bam. Horrenter Purin. Du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt. Huey. Wow, du hast es geschafft, einen Saporenta wieder einzufangen. Vielen, vielen Dank. Aber irgendwo muss sich noch eins von ihnen verstecken. Ja, genau. Du weißt, Saporenta hören so gut, dass sie sofort in deine Richtung blicken, wenn du nur um einen redest. Wenn das Ding hat und nicht von ihnen. Mama. Nerv mich nicht. So. Jo, wir kriegen das hin. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Pokéball, hi. Ness hat Beleber gefunden. Wow, unser erster Beleber. In Folge 8? Ich glaube schon. Mal gucken, wo dieses scheiß Pokémon hier ist. Da ist es. Ein Hornio, ein wildes Hornio erscheint. Los, Melvi. Irgendwie war der Kampf gerade ein bisschen komisch. Aber ich möchte ein Raubi, aber das gibt's hier ja nicht. Und das macht mich voll traurig, weil ich möchte ein Smeatbo haben. Smeatbo ist nämlich voll cool, Leo. Und Hornio ist jetzt. Nee, wenn du mich jetzt vergiftest, ne? Ich bin vergiftet. Wow, doch nicht. Was ist hier los? Und wir erreichen Stufe Level 4. Und bäm. Und ich kusche wieder mit dem Mikrofon. Hoppla. Honio wurde besiegt. Melvi erreicht. Dings. Ja, Level 4. Woo. Wir sind so gut. Hallöchen. Oh nein. Ja, bitte. Ich glaube, hier können wir es auch nicht erwischen.
Moment. Bitte fliehen. Ah, danke schön. Bringt uns ja nichts, wenn wir hier lang wollen. Doch, eigentlich schon. Dann können wir ja einmal rumgehen. Dann haben wir es schon. Ich dachte irgendwie, das ist schwieriger. Keine Ahnung. Dass die von innen. Mir egal. Bla bla bla. Honigkuchen. Klasse, meine Porenta sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf mich hören die Pokémon von meinem Boss ja nicht, weil ich keinen Orden habe. Mann, da hatte ich aber echt Glück. Oh oh, wer ist das? Oh, das sind ja meine kleinen Po und Renta. Das ist mein Po. Sag bloß, hast du diese beiden etwa für mich eingefangen? Wenn diese zwei kleine Bäume für mich fällen... Was? Vielen Dank, wie kann ich mich nur dafür erkenntlich zeigen? Ich hab's, nimm das hier. VM1 erhalten. Dü. Nest verstaut, Dings und so. Das ist die VM-Zerschneider. Besitzt den Orden aus der Arena von Azaela City? Oh, fuck, da... Man kann sie auch nicht wieder vergessen. Überlege dir also sehr gut, welche... Ach so, ich habe voll vergessen, dass da noch eine Arena war. YOLO! Gott. Ich mal wieder hier. Bestens vorbereitet. Ach ja, da gibt es vielleicht eine Arena. Ach, die habe ich eiskalt ignoriert. Hallo. Gott. Hallo. Tschüss. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ach, Käfer-Pokémon. Ja. Aha. Aha. Ich verstehe schon. Hi. Kämpfen! Ah, du hast also herausgefunden, wie man die Netze überquert. Gut, dann zeige ich dir mal, was Käfer-Pokémon noch so... Ba-ba-ba. Ja, das würde ich völlig voll cool finden von dir. Wie heißt denn du? Ali... Jörg. Jörg! Jörg Fahrschule. Jörg Fahrschule, was? Der hat einen Raupi. Der hat einen Raupi und ich nicht? Ey, was ist denn das für... Oh nee, voll die Verschwörung. Lumen, bitte bring's um. Das ist süß. Ja, ist das dein Ernst? Das war jetzt echt gut. Das war gerade richtig gut. Yay, 5. Hornlio. Ja, ich mache das jetzt einmal mit Melvi, damit Melvi auch ein bisschen was lernt und so. Muss ja auch mal sein. So, und wieder dann Lumen. Und dann kriegen wir schon alles irgendwie hin, ne? Wenn du jetzt vergiftet bist. Dankeschön. Alter, wie sie immer drohen, ne? Wenn das jetzt passiert, mein Kind, ne? Dann kriegst du aber Hauscherecht. Du kriegst kein Fernsehen mit Metronom. Was Metronom? Du hast bewiesen, wie zäh du bist. Ja, natürlich. Normal. Das ist ja fies. Okay, Moment. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Yay. Weil dann fährt man da lang, dann hier runter. Dann nach da oben. Dann da lang. Und nach da. Und das bin hier. Hallo. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Wow. Nee, das heißt, dass sie einfach nur schnell stark werden. Dann später sind sie aber nicht mehr stark, weil sie zu früh stark wurden. Und dann Axel. Axeli. Oh, Axeli. Entschuldigung. Mach bitte einmal Metronom. Ich will wissen, was das ist. Hornio setzt Metronom... Nee, Hornio setzt Metronom ein, genau. Giftstarre, wenn du jetzt irgendwas Böses tust. Danke. Du, das darfst du aber nicht. Melvi setzt Energiefokus ein. Hat sich so... hat sich so gelohnt. Ich will das nochmal machen, das war lustig. Metronom! Hör auf mit Giftstachel, das ist nicht lustig. Wenn du sie jetzt irgendwie... ich will mal sagen, dass es eine Sie ist, weil irgendwie sieht das aus wie eine Sie. Du. Melvi setzt Psyban ein. Was ist denn Psyban jetzt auch noch? Komm, einmal eine Attacke bitte. Einmal eine einzige Attacke, ohne vergiftet zu werden. Danke, Melvi setzt Metronom ein. Du. Und Fund. Ja, das ist in Ordnung. So, dann kann ich ja jetzt wechseln, ne? Ja, Lumen, bitte beende den Kampf. Du schaffst es, Lumen. Nein. Lumen, was ist denn dein fucking Problem? Warum wirst du mal vergiftet? Was soll das? Lumen, hör auf. Pokémon wechseln. Und es würde Melvi töten, ja? Ich würde mich jetzt ganz dolle auf sie, auf ihn, oh Mann, auf ihn konzentrieren, damit er das jetzt töten kann. Oh, wie schön sich jetzt mal blinkelt. Was? Melvi, bitte, tu irgendwas Cooles. Irgendwie was voll krasses. Melvi setzt Explosion ein. Ich weiß nicht, ob das gerade so gut war, aber mach das ruhig, ja? Was war das jetzt? Explosion? Okay.
Wirst du nicht jetzt auch sterben? Oh nein! Melvi! Melvi hat sich geopfert. Geopfert für uns. Wie gemein das war. Ja, das kann doch jetzt nicht so angehen. Das kann jetzt auch gerade nicht so angehen. Nein, ich wollte eigentlich doch nur dich mit einem Blitz voll dolle verletzen, damit du rumheulst. Was verstehst du daran nicht? Ey, warum lebst du noch? Hör auf zu leben. Mag ich nicht. Thank you. So, stirb. Danke. Mann. Bald entwickelte Pokémon alleine sind. Was? Das bin ich. Baba, jetzt war ich zu schnell. Tschüss. Schneller, schneller. Wir sterben gerade. Wii-u. Gott, nein. Ich mach mich mal wieder nächterlich. Lächerlich. Lächerlich. Mit L. Mit L. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wenn du jetzt stirbst. Da ist es. Da. Wir leben noch. Wie geht's dir? Oh nein, vergiftet. Oh nein. Die Auswirkungen des Gifts lassen Lumina schaudern. Da. Willkommen. Ja, bitte. Ja, bitte, 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 bitte. Wollte ich doch sagen. Na, wie geht es wieder besser? Das würde ich jetzt wieder begleiten. Ja. Ja, ach so, komm bald wieder. Okay. Alter, ich werde hier voll gespammt. Hört doch mal auf, Leute. Ich bin am Aufnehmen, wie gesagt. Ich werde immer voll gespammt, wenn ich aufnehme. Die haben wirklich so einen Sensor. Erst links. Erst links. Vorspulen, vorspulen, vorspulen. Noch schneller. Geradeaus. Ja, okay, ich will den Zwillingskampf machen. Den Zwillingskampf. Den Zwillingskampf. Und danach möchte ich eigentlich auch zum blauen... Hi. Ja. Du willst gegen den Leiter antreten? Das schaffst du doch nie. Wenn es dir nicht ausmacht, zu was kämpfen wir kämpfen gegen dich? Was? Ich habe wieder Schleifen im Ohr. Schleifen im Haar. Zwillinge Eva und Ute. Wie hätte ich denn bitte Ute genannt? Oh Gott. Weil ihr seid eher... Hallo? Hallo? Ute? Ute? Hallo? Ute? Ich melde mich gleich wieder.